Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zum Bundesliga-Tipp, 9. Spieltag. Die große Frage ist, wer wird jetzt eigentlich Tabellenführer? Keiner will es wirklich werden, hat man zumindest am letzten Spieltag gesehen. Beziehungsweise die Teams, die unten sind, die können sich auch wehren. Gucken wir mal, ob es auch an diesem Spieltag so sein wird. Los geht's mit meinem neuen Bundesliga-Tipp. Das Auftaktspiel dieses Spieltages ist schon eigentlich mein persönliches Dorfspiel. Es ist das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln. Ja, natürlich gibt es auch diverse andere Spiele, die an diesem Spieltag hochinteressant sein könnten. Aber ich denke mal, das wird definitiv interessant. Also entweder wird das so eine Einschlafnummer zwischen diesen beiden Teams oder richtig heiß hergehen. In der letzten Zeit, ja, beim FSV Mainz 05 ist nicht wirklich viel positiv gelaufen. Irgendwie, ja, fast alles negativ. Jetzt auch gegen Düsseldorf lief es nicht so optimal. Beim 1. FC Köln dagegen lief es sehr optimal gegen Paderborn. Große Frage ist, ist jetzt die Kehrtwende passiert oder wird es weiterhin so gehen? Genau deswegen habe ich das als mein Topspiel auserkoren, weil eigentlich es überhaupt nichts vorhersehbar ist. Es kann in alle Richtungen gehen und ich denke mal, es wird ein Unentschieden sein, ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen der Hertha und der TSG Hoffenheim. Ja, da haben die Hoffenheimer das einfach mal ausgenutzt, dass Schalke einfach keine Tore macht. Ne? Zack, gewinnst ein Spiel, was eigentlich im Endeffekt klar und deutlich hätte verloren werden müssen. Zumindest, wenn man sich die Chancenauswertung angeschaut hat. Es hätte klar und deutlich für Hoffenheim eigentlich eine Niederlage sein müssen. Wenn die anderen das Tor nicht erzielen, erzielst du selber das Tor und zack, gewinnst du das Spiel. Bei der Berliner Hertha hingegen, ja gut. Ne? Knappes Ding, einen Abschuss gegen Bremen gehabt. Unentschieden war in Ordnung. Jetzt der Aufwärtstrend, geht der fort, setzt er sich fort bei der Berliner Hertha. Ich denke mal, dass dieses Spiel ein Unentschieden sein wird, auch ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin. Ja, Aufwärtstrend, wie eben erwähnt, die Berliner hatten den Aufwärtstrend und zwar gegen den SC Freiburg, der anscheinend jetzt wieder Richtung Abwärtstrend geht. Ne? Die ersten Spieltage hochgelobt von mir, aber jetzt auch mit einem Torwartwechsel sogar in der Partie. Ja, die große Frage ist jetzt die, wird das bei Freiburg gut laufen oder nicht? Das werden wir gleich sagen. Wie hat das Union Berlin geholfen in dieser Partie? Ne? Sieg geholt, Abstiegssorgen für ein paar Spieltage etwas zur Seite geschoben. Jetzt gegen die Bayern, die momentan so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Sorgen haben, es läuft nicht. In der letzten Minute doch noch das Gegentor kassiert gegen Augsburg. Ich denke mal, aber gegen Union Berlin werden sie gewinnen mit 2:0. Ne? Dann steht auch mal die Null bei den Bayern. Das ist auch schon lange her. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf. Da war ich auch im Überlegen, ob ich das als persönliches Topspiel sehe. Denn genauso wie beim ersten Spiel auch, es ist eine Partie, wo du eigentlich nicht wirklich vorhersagen kannst, in welche Richtung diese Partie geht. Bei den Düsseldorfern läuft es eigentlich alles andere als gut. Es ist eine Katastrophensaison in dieser Saison. Es ist irgendwie, Ergebnisse, die man eigentlich überhaupt nicht haben will. Jetzt als letztes gegen Mainz hat man gewonnen. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, ne, man war in Überzahl und eigentlich war das Spiel eher so ein Spiel, wo du dir denkst, so, naja, 0-0 wäre völlig in Ordnung gewesen. Beim SC Paderborn weiterhin ab nach vorne heißt die Devise und irgendwie werden sie jeden Spieltag bestraft. Ich denke, auch an diesem Spieltag werden sie bestraft. Düsseldorf gewinnt mit 2:1. Dieses Ab nach vorne funktioniert eben anscheinend in Liga 1 nicht. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Da hat man lange Zeit gedacht, so von wegen, oh, die Leipziger, die können Wolfsburg schlagen. Damit wäre dann auch beim VfL Wolfsburg eine Niederlage zu Buche gestanden. Aber denkst du, kurz vor Ende des Spiels, naja, so kurz vor Ende des Spiels war es jetzt nicht, also ne, circa 10 Minuten vor Ende des Spiels, hat man doch noch das Gegentor gekriegt und einige haben so gedacht, so, das habt ihr jetzt echt außer Hand gegeben, dieses Spiel. Ja, haben sie. Beim SC Freiburg, wie eben erwähnt, jetzt auch noch wahrscheinlich ein Torwartproblem, dadurch, dass der Schwolo sich vielleicht längerfristig verletzt hat. Ich weiß es nicht. Ich denke mal aber, dass Leipzig dieses Spiel gewinnen wird mit 3:1.
Vielleicht hat er sich auch nicht verletzt. Es klang nur so. Ich weiß es nicht. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass da alles Paletti ist. Ja. Das nächste Spiel wird wahrscheinlich vielen als Topspiel eigentlich gelten. Wahrscheinlich auch bei vielen anderen Bundesliga-Tippern hier auf YouTube. Bei mir nicht. Es ist das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Ja, Derby Time. Es ist im Endeffekt ein hochinteressantes Spiel bei diesen beiden Teams. Es geht eigentlich um die Tabellenspitze. Wenn man die anderen Begegnungen jetzt mal ein bisschen auf ins Rohr lässt. Aber es geht um die theoretische Tabellenspitze. Bei den Schalkern, ja, ging es gegen Köln schon gegen die, um die Tabellenspitze, Spiel nicht gewonnen. Dann bei Hoffenheim, Spiel nicht gewonnen. Jetzt gegen die Borussia aus Dortmund, die ja ein Tor aberkannt bekommen hat, wo ich meine Abschüsse gedacht habe, so, warum hat der Videobeweis da eigentlich nicht eingeschritten und gesagt, Leute, das war eins, das ist, das, ne? Also von daher, aus meiner Sicht hätte Dortmund hier gegen Gladbach locker 2-0 führen, beziehungsweise gewinnen müssen. Am Ende haben sie 1-0 gewonnen. Jetzt im Derby gegen den FC Schalke 04, denke ich mal, wird es ein hochinteressantes Spiel werden und bis zur letzten Minute interessant sein. Am Ende ist der glückliche Sieger Borussia Dortmund, nämlich mit einem Tor, mit einem 1-0. Wahrscheinlich irgendwie wirklich so Richtung 90. Minute, wo dann beide Teams alles versuchen, nach vorne zu reißen und am Ende Dortmund das gewinnt. Das nächste Spiel ist das DFL-Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem SV Werder Bremen. Ja, Chancenauswertung bei Leverkusen. Das war also, entweder lag es am Torwart der Frankfurter, die er einfach richtig stark gehalten hat, oder einfach an der Schussgenauigkeit der Leverkusener Stürmer. Also, ne, also niemand kam dran vorbei an den Dänen. Jetzt ist die große Frage natürlich gegen den SV Werder Bremen, die jetzt in den letzten Zeit wirklich gute Performances gezeigt haben, die auch jetzt an den letzten Spielen unentschieden geholt haben. Ja, aber man darf nicht vergessen, gegen wen man unentschieden geholt hat. Okay, im letzten Spieltag jetzt gegen die Hertha, aber davor die Spieltage. Alles Teams, die oben mitspielen. Na, jetzt ist die große Frage, gegen Leverkusen wird es da auch unentschieden? Ich denke mal, es gibt eine große Überraschung, nämlich Bremen gewinnt mit 2-0. Ja, Überraschung, Überraschung. So kommt das manchmal an einem Spieltag. Die letzten Spieltage haben wir immer irgendwo eine Überraschung gehabt. Ich denke mal, da gibt es die dieses Mal. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg. In der letzten Saison gab es ein Schützenfest. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, die Wölfe haben da einfach mal 8 Tore den Augsburgern reingeschenkt. Die große Frage ist jetzt natürlich, wird sich Augsburg dafür rächen? Ich denke mal nicht. Ich denke mal, dass die Wölfe hier souverän gewinnen werden mit 2-0. Klar, das Unentschieden, Last-Minute-Unentschieden für den FC Augsburg natürlich eine Motivation, eine große Motivation, aber ich denke mal, diese Motivation wird leider nicht lange halten. Ich denke mal, sie wird so lange halten, bis der VfL Wolfsburg die Führung erzielt. Das nächste Spiel und letzte Spiel des Spieltages ist das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der Eintracht aus Frankfurt. Wie eben erwähnt, der Torwart einfach unüberwindbar gewesen. Wird er das jetzt auch gegen Gladbach zeigen? Ja, das ist eben die große Frage. Da habe ich auch lange überlegt, na, in welche Richtung könnte diese Partie überhaupt gehen? Beide Teams stark momentan. Klar, Gladbach hat jetzt verloren gegen der Borussia Dortmund, aber da habe ich auch schon gesagt, also wir hätten eigentlich 2-0, aber nun gut, ist die andere Geschichte. Bei dieser Begegnung, denke ich mal, wird es auch sehr lange sehr ausgeglichen sein, aber am Ende hat Gladbach das glücklichere Händchen und gewinnt knapp mit 2-1. Das waren meine Tipps für diesen Bundesliga-Tipp Nummer 9. Ihr könnt eure Tipps in der Tipprunde abgeben oder unten in den Kommentaren. Oder wie auch immer, je nachdem, wie ihr Lust und Laune habt. Und ich hoffe, dass ihr auch nächstes Mal dabei seid und dass ihr diesen Kanal abonniert. Wäre nett. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.